Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Das Reiter und wir sind Folge Nummer 20 von Voxel Tycoon. Ja, wir haben letztes Mal hier den Lokschuppen gebaut, die Linie gebaut. Ich habe ein bisschen vorspulen lassen, damit wir ein bisschen Geld kriegen, damit wir jetzt hier auch einen Zug kaufen können. Und nach dem Intro würde ich sagen, gucken wir uns das dann mal an, ne? Bis gleich. So, dann gehen wir mal ins Depot und kaufen einen Zug. Wir haben jetzt 167.000. Wir können uns also beide Loks entweder leisten, aber diese ist mit 60 km unterwegs, die mit 70, die hat 500 km, die 400 km, die wiegt 60 Tonnen. Wenn ich jetzt diese kaufe, dann haben wir 30.000. Dann würde bedeuten, dass wir drei Wagen weniger haben. Also das heißt, wir kaufen die und hängen dann aber noch weiteres an. Also hier haben wir den großen Wagen mit 10 Tonnen und hier ist ein Wagen mit 9 Tonnen. Und der kann Eisen und der kann Eisen. Ne? Der kann 8-mal und der kann 5-mal. Der kann aber 4 verschiedene Güter transportieren und der nur 2 verschiedene, also Kohle und Eisenerz, während der die Barren noch kann. Deswegen favorisiere ich den jetzt. Ach so, ja. Ich glaube, wenn man Shift-Taste drückt, kann man bestimmt mehrfach machen. Ne? Lass Shift los, um die Einheiten hinzuzufügen. Pritschenwagen. Ich habe jetzt einen Lob dranhängen und mache noch drei dran, dann sind es fünf, kann das sein? Ne, sind nur vier, aber ist nicht schlimm, dann kaufen wir noch den fünften dabei. Ich hoffe, dass mit der Haltlänge passt, ne? Ich habe keine Ahnung, ob das da hinkommt. So, jetzt haben wir hier 500 km, 60 km/h, 11 Sekunden Beschleunigung, 149 Tonnen Gewicht. Ich habe keine Ahnung, wo es hier zu Ende ist oder nicht. Wir können hier definitiv das Eisenerz mal auch eintragen, bevor der uns da was anderes mitnimmt. Weil das wollen wir ja machen. Und haben nicht genug Geld. Jetzt muss gerade was reinkommen. Fehlen uns so 2000. Wann kommt der grüne Balken? Na komm schon. Irgendwo muss jetzt ein LKW ankommen, der das macht. Na, wird das noch? So, 167, 100. Komm, schnell gekauft, dann passt das. So, jetzt müssen wir den nur halt hinzufügen. Das ist hier. Da soll er laden. Der soll natürlich voll laden. Dann halt hinzufügen und wir gehen nach da hinten rüber. Und hier soll er entladen. Natürlich auch voll entladen. Nicht, dass er vorher abhaut. Das ist alles richtig. Speichern. Eisenherz zu Gefräßabzweig. Aber für mich ist das ein Güterzug. Und das heißt okay. So, jetzt kann der, oder? Und zum Depot hin und gucken, wenn er da rauskommt. Da fährt er. Jetzt schauen wir uns das mal an, oder? Das ist das Depot, das können wir zumachen. Er fährt jetzt hier hin und ich hoffe, okay, das sieht schon ziemlich lang aus. Ich glaube, das passt nicht, oder? Jetzt haben wir gleich so ein Simo-Trans-Problem und der letzte Anhänger wird nicht voll. Hier stehen sie natürlich schon Schlange, ne? Wollen die alle das gleiche? Ne, da wollen sie Eisenbahn. Okay, zwei sind schon geladen. Drei. Vier und. Ah, der fünfte wurde auch geladen, zum Glück. Das macht da wohl nicht so was aus. Gut. Der ist auch am Fahren. Wo fährt denn der hin? Abzweig nach Gefräß. Hierhin, okay, das würde bedeuten, das ist unsere Strecke, das heißt, der kann dann hierhin fahren. Nächstens, also das müssen wir hier behalten, das müssen wir nachher umarbeiten. Dann brauchen wir aber noch Geld fürs Depot und so, ne? So, zwei, weißt du was, das dauert mir zu lange, wir machen mal ein bisschen schneller. Wenn er losfährt, ist ja auch schön, ne?
5, 5 und 5 und fährt. Sehr gut. Fährt. Jetzt machen wir wieder langsam. Jetzt müssen wir gucken, dass da was reingeht, ne? Weil er soll ja hier voll entladen. Und? Hier passiert nichts. Wieso passiert hier nichts? Das Depot war doch da angeschlossen, oder? Vielleicht das? Ah, er wollte es nicht automatisch einstellen. Gut, jetzt wird entladen. Das passt. Wie viel Geld haben wir? 12.000. Wir brauchen jetzt auf der Straße ein Depot. Terminal. Und da geht nur das. 26. So viel Geld habe ich nicht. Da müssen wir jetzt ein bisschen warten, aber 17 haben wir schon. Wird auch nach hier nicht billiger, ne? Doch, da kostet sogar 27, weil er dann da was anbaut. Ja, ist aber nicht schlimm. Jetzt müssen wir nur warten. Oh, da dreht ein Bus. Das ist natürlich doof, ne, wenn da ein Bus dreht. Weil, wenn der da dreht, dann haben wir das Problem. Warte mal. Geht das auch so? Ah, da, nee, oder? Ist nicht dran, ne? Geht's andersrum? Wahrscheinlich auch nicht, ne? Doch, würde da gehen. Aber kostet uns ein bisschen mehr, aber ich glaube, das können wir so akzeptieren, oder? Wie viel Geld haben wir denn? 21,9. So viel mehr ist das hier nicht, um das da runter zu machen. Wie ist denn das Depot da? Ja, wird schon Sinn machen, das hier hinzustellen, ne? 28.400. Ich mache mal schneller, damit wir da höher, schneller das Geld kriegen. 23. 25. Ah, jetzt haben wir es. Also das Depot da rechts nimmt da auch noch an, ne? Oder? Hier. Ja. Weil das ja auch noch wichtig ist. Okay, jetzt können wir das ändern mit den Fahrzeugen. Das ist jetzt dieses hier, das müssen wir bearbeiten, die Linie bearbeiten. Route umbenennen. Melchie statt Abzweig. Das ist da, okay. Das bedeutet halt hinzufügen, diesen. Und zwar laden und voll und den hier wegschmeißen. Und starten. Fahrzeug 34. Ich hoffe, das ist ja hier die Linie, ne? Details. Hier steht natürlich jetzt nur ein Fahrzeug. Oder ist das hier unten noch mit den Plänen? Wie hieß denn jetzt die Linie? Shit, jetzt habe ich sie weggedrückt. Aber hier sind vier Fahrzeuge. Okay. Ich glaube, das sind zu viele dann. Das können wir schließen. Das ist der Zug. Ich glaube, das sind zu viele. Der lädt jetzt, oder? Wenn er was kriegt. Ja, doch, muss ja. Ist ja hier was drin. Ja, sogar genug. So, das bedeutet, wir können bestimmt von den vier Fahrzeugen was wegnehmen. Aber weißt du, was auch nicht gut ist? Dass die auf dem Gelände auf dieser Straße stehen. Wenn der Stau ist, überholt kein Bus. Na, das ist auch wieder nicht toll gewesen. Schick den mal schon mal zum Depot. Das wird definitiv so sein, dass das nicht funktioniert. Und also den haben wir gerade zum Depot geschickt. Dann können wir den auch zum Depot schicken. Also erst da und dann schließen. Ich denke mal, zwei Stück können davon definitiv weg.
Okay, der Zug bringt jetzt reichlich hier hin, ne? Ja. Der ist schon mal weg. Und da sind es 45. Und der dreht jetzt hier. Kann man das verschieben? Nein, ne? Klicken zum Umwenden, finden. Achso, ist auch angeschlossen. Ah ja, hat man auch geguckt, passt schon. Statistik. Ich glaube, Herr Marvin Peter ist der Verteiler. Sehr schön. Ja, hier wird jetzt gedreht. Rechts vor links oder was? Nee. Und wo sind jetzt die Fahrzeuge? Einer fährt ja immer schön hin und her. Der verteilt das ja schon. Aber wo sind die anderen? Ah, da kommt einer. Ich will mal hoffen, dass der der ist, der da dann auch mitnimmt. Aber kann ja auch kein anderer sein, ne? So, jetzt haben wir hier noch. Wo haben wir denn jetzt hier oben noch irgendwo eine Station oder sowas? Hier da. Das würde bedeuten, wir verbinden diese Straße, dann kann auch von hier unten nach da oben gefahren werden. Macht das Sinn? Ja, ich glaube, die Strecke nach hierhin ist länger. Allerdings brauchst du dann zwei Züge wahrscheinlich, weil da kommt ja nichts an. 3 von 5. Wo kriege ich das jetzt angezeigt, dass ich das alles sehe? Nein, das wollte ich nicht. Bearbeiten. Okay, wie kriege ich das hin, dass ich sehe, wie viele Fahrzeuge? Ach, ich muss das Depot dann da anklicken, wahrscheinlich. Heubach West. Und dann sehe ich, dass da auch 4 fahren, okay? Oh, nee. Doch. Aber da fahren auch andere auch noch, okay? Eisenerz sind 5 Fahrzeuge sogar, wow. Ja, da müssen wir mal gucken, aber das werden wir wahrscheinlich mit dem Geld erstmal nicht hinkriegen. Ja, 30.000 haben wir zwar, aber das, obwohl die Fahrzeuge sind da, wir bräuchten eigentlich nur diese Verbindung hier herstellen. Da die Wagen hier nicht stehen zum Laden, könnte es natürlich sein, dass der Zug auch dadurch schneller geladen wird. Wir brauchen auf jeden Fall weniger hier haben. Der holt die Eisenbahn ab, okay. Vielleicht wird es dann schneller geladen. Weil hier wird ja jetzt auch da immer einer geladen, ne? Aber so viel wird es auch nicht mehr sein, schneller sein. Ich glaube, wir müssen nächstes Mal gleich schon drüber nachdenken, hier die Züge zu revolutionieren, hätte ich beinahe gesagt. Aber nee, wir müssen gar nicht die Züge revolutionieren. Wir müssen gucken, dass wir hier noch ein zweites Häuschen hinbauen. Das wird sein. Damit er schneller geht. So sieht's aus. Okay, da wissen wir Bescheid. Dann müssen wir jetzt 30.000 haben wir, noch ein bisschen sparen, damit wir das kriegen und dann klappt das dann auch in der nächsten Folge. Zweites Erzbergwerk hin, dann kriegen wir mehr Rohstoffe. Wenn wir mehr Rohstoffe kriegen, dann wird das alles klappen. Dann wird der Zug auch schneller beladen, will ich hoffen. Okay, dann wissen wir da Bescheid. Ich sage erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wer das nächste Video lade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.